Jawohl, wieder mal hat Morgenstund viel Gold im Mund. Noch sind wir in Aqua Pendente, ein Städtchen von 5400 Einwohnern, gelegen auf einem kleinen Hügel in Mittelitalien, rund 155 Kilometer nördlich von Rom. Sehr nett ist es hier allemal, atmet diese lebhafte kleine Ortschaft den typischen Charme eines alten italienischen Städtchens. Man spürt, Aqua Pendente gehört zu den Städten, in denen die Entschleunigung und Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund steht. Dazu gehört das Pflegen eines gemächlichen Lebensstils, der ganz besonders beim Verweilen in den Straßencafés an den Piazzen deutlich wird. Unser Weg führt uns heute weiter gen Rom, über die alte Pilgerstraße, vorbei am 114 Quadratkilometer großen Bolsena-See, der größte See in Europa, der vulkanischen Ursprungs ist. Eine echte Augenweide. Dann folgt die Via Cassia, ein weiterer Leckerbissen am heutigen Tag. Und wer sich jetzt fragt, was ist denn das? Ja, der mag sich dieses Filmchen hier anschauen, dann weiß er's. Ich denke, dieser Tag wird wieder ein guter Tag. Alle hopp, sag ich da, und voran. So, wir sind wieder soweit. Ein neuer Tag beginnt. Nach Vieto, wie heißt das? Viterbo. Viterbo. Oder Viterbo, keine Ahnung. 52 Kilometer oder so, ne? In den Dreh rum. Geht wieder gut berghoch. Natürlich, wir sind in der Toskana, oder? Nein, wir sind nicht in der Toskana, wir sind in Lazio. Ah, in Lazio, okay. Ja. Aber da gibt es auch Berge. Ja, genauso hoch. Ja. Ja. Wollen mal sehen, dass wir gut durch den Tag kommen. Ja, okay, wir starten jetzt. Was ist mit dem Hier in der engen Gasse hatten wir unsere Unterkunft. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir uns jetzt hier aus der Stadt raus jummeln irgendwie. Ja, ist manchmal gar nicht so einfach. Einen halben Kilometer hoch. Und hier geht's jetzt weiter. Es geht hier wieder an der Straße lang. So, nach 9 Kilometer kriegen wir erstmal einen vernünftigen Kaffee. Ist hier der nächste Ort, ich weiß nicht wie der heißt jetzt im Augenblick, aber ich werde noch was kriegen. San Lorenzo Luomo heißt dieser Ort. Von hier aus geht es gleich runter zum Lago di Bolsena. Ist ein riesiger See hier in Mittelitalien. Da wird es bestimmt schön sein. Ne? Ja, denke ich mal. Ja, denke ich mal, dass das schön ist. Ich habe uns jetzt mal was Schönes bestellt. Zwei Cappuccino, einen ohne Koffein für mich, gibt es tatsächlich. Zwei Wasser und zwei so Focaccia. Weil das Frühstück heute Morgen, das war ja wieder nicht nach unserem Gusto. Hier in Italien gibt es nur Süßes, richtig Süßes zum Frühstück und Zwieback und ja. Ich habe dann zwei Joghurt gegessen, zwei ganz kleine und Zwieback.
ist nicht unsere Sache hier. Italienisch, ja, genau. So wird's beschrieben. Ja. So ist es. Wir machen uns startklar und ziehen weiter in diese Richtung. Es geht jetzt gleich zu diesem großen See, Lago del Bolseno, runter. Ein riesiger See. Mal gucken, wie es da so ist. Toll. Ja. Sieht aus wie so ein riesiger Krater. Ja, und hier müssen wir gleich irgendwo runter, denn. Hier neben mich und schon geht's wieder hoch, 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 hoch. Aber ich glaube, wir haben hier jetzt den höchsten Punkt. Lago di Bolseno, ne? Ne, Lago di Bolsena. Lago di Bolsena. Man kann sich nichts mehr merken. Aber ich weiß, dass wir hier weiter müssen, in diese Richtung. So, hier haben wir noch mal einen schönen Blick zum See runter. Wir nähern uns auch langsam dem Ufer. Ja, ja, das ist gut. Ich denke, jetzt ganz schön hoch wieder. Kann mir so mal gelegen, mein Weg. Müssen eigentlich gleich zum See runter. Komm. Es geht hier am See entlang, in die Richtung. Jetzt haben wir erst wieder Straße. Gucken wir mal, was uns erwartet. Hast du Rucksack? Ne, der Ort heißt Bolsena. Bolsena, ja. Wir sind in Bolsena.
kleine Trinkpause. Weil es hier so schön ist im Ort, mhm. Weil dieser Ort so schön ist, setzen wir uns hier nochmal einen Kaffee und machen nochmal Pause. Relaxen hier noch ein paar Minuten. Schmeckt? Mhm. Gut. Jetzt geht's wieder hoch, jetzt. 7 Kilometer noch. Schaffbar. Nächster Haltepunkt. Wartepunkt, ja. Da haben wir noch den See. Wir driften aber so allmählich. Links ab, ja. So, bis zum nächsten Wartepunkt. Dackeln wir hinterher. Kriegsdenkmal, Zweite Weltkrieg, 1945. War hier was Besonderes oder ist nur ein Denkmal? Ein Denkmal. Ich kann mich nicht so weit erinnern, dass hier irgendwie eine besondere Schlacht oder was stattgefunden hat. Nein, ein Denkmal. Das heißt nur. Ja. Vorfahren. Ja.
nee. Wir ziehen weiter. Das Auto noch so, der Radweg geht hier von der Straße ab und jetzt geht es den Berg hoch, 5 Kilometer. Mal gucken. Die sind meist sehr steil, diese Nebenwege. Viereinhalb noch hoch. Schlimmer wie letztes Jahr. Der Fernpass. Schlimmer. Wie viel noch hoch? Zwei. Zwei? Zweieinhalb, dann wird's drei. Weiß ich jetzt schon. Und weiter geht's hoch. Immer noch nicht oben. Weiter geht's. Rechts wahrscheinlich, ne? So. Wir rollen in Monte Calzione ein. So, hier haben wir auch gleich einen Supermarkt entdeckt. Können wir uns eindecken. Das ist nicht schlecht. Die Einkaufsmöglichkeiten hier in Italien, auch auf dem Lande, die sind eigentlich nicht schlecht. Man findet immer was. Mehr als in Frankreich. Ja, kann man nicht klagen. Hier oben auf der Spitze, oder fast Spitze des Berges, nehmen wir unser Mittagessen ein. Was gibt's denn heute? Guck mal hier. Also die Scheine sind uns geholt. Das lässt sich ja sehen. Ja, ne? Finde ich auch. Ich denke mal, das ist mal was Handfestes. So, wir haben uns unsere Bäuche vollgeschlagen. Ja. Dicke Salami. Fette braucht der Mensch. Fette. Bei so viel. Bei so viel Aufstieg. Aber das ist genau das Richtige. Und jetzt geht's weiter. Die Gabelung und dann aber links. Also ja. Da. Ja. Wahnsinn hier wieder.
So, wir sind immer noch hier auf der Römerpiste. Geht berg runter. Wir sind hier 5 Kilometer vor Viterbo und hier werden wir auch übernachten. Ein großer Ort. Und eine gute Zwischenstation. So, wir sind hier im Außenbezirk von Viterbo, Industriegebiet. Haben hier eine Unterbleibe gefunden, Hotel. Da fahren wir jetzt hin. Dürfte nicht mehr ganz weit sein. 3 Kilometer oder so. Ein Blick über Viterbo. Das ist aber groß. Ja, ist schon eine große Stadt. Das ist ja riesig. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Wir sind circa, weiß nicht, 90 Kilometer vor Rom. So in etwa, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, die letzte größere Stadt, glaube ich, vor. Das ist aber riesig. Ja. So, hier in Viterbo sind wir mal in ein etwas besseren Hotel eingestiegen. Ich glaube 4 Sterne. 80 Euro, 20 Euro oder je 10 Euro Frühstück. Aber ist schon mal was Feineres. Muss auch mal sein zwischendurch. Hier lässt sich gut schlafen wahrscheinlich. Fahrräder sind draußen, aber da wird lückenlos überwacht. Rezeptionseingang haben wir fest angekettet und ja, wird wohl nichts passieren. Ja, wir haben es noch relativ früh, 3:30 oder so. Können wir uns erstmal gut ausruhen. Heute Abend vielleicht ein bisschen essen gehen, mal gucken. 50 Kilometer haben wir heute. Mehr brauchen wir jetzt auch nicht mehr machen. Übermorgen sind wir in Rom. Morgen nochmal 50, dann nochmal 50, das kommt so in etwa hin. Ja. Wollen wir mal gucken, wie es so wird. Wieder ein ereignisreicher Tag, der sich seinem Ende zuneigt. Diese heutige Etappe war geprägt von schönen Städtchen wie Bolsena sowie dem gleichnamigen Lago di Bolsena, den 5. größten See Italiens. Dann ging es ein Stück über die originale Römerstraße Via Cassia, deren lückenlose, millimetergenaue Pflasterung
nach über 2000 Jahren noch immer sehr beeindruckend ist. Es war nicht der Zahn der Zeit, der diesen Weg zum größten Teil zerstört hat, sondern wie immer der Mensch, der die Pflastersteine über Jahrhunderte als willkommenen Steinbruch benutzte. Jetzt sind wir in Viterbo, eine Stadt von ca. 65.000 Einwohnern. Sie liegt ca. 80 Kilometer nördlich von Rom sowie 211 Kilometer südöstlich von Florenz und befindet sich im Hügelland Tusciens am Fuß der Monti Cimini zwischen dem Bolsena See und dem Vico See. Man spürt es deutlich, Rom, unser Endziel, rückt näher und näher heran. Die Spannung steigt. Morgen geht es weiter. Sutri liegt auf dem Weg. Ein kulturell sehr bedeutender Ort. Was wir dort wohl so alles zu sehen bekommen, wir werden sehen.